Ja, so, hallo. Nun, Freunde, gebt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Ja, ich habe heute zum Geburtstag 15 weitere Sterbeis gegönnt. Und ja, war ja schon etwas länger geplant. Eigentlich sollte es auch noch mehr sein, aber ja, zwischenzeitlich schon anderweitig welche abgegeben. Und bei mir passt es leider eher nicht. Dafür gab es dazu noch hier 10 Helmschnecken. Der gute Mann hört auf mit der Aquaristik, wie so viele in der heutigen Zeit. Und ja, da habe ich jetzt die restlichen mit übernommen. Und das sind auch sehr schöne und schon sehr recht große Tiere vor allen Dingen. Noch gar nicht mal so alt. Er sagt, die sind ungefähr 1,5 Jahre alt. Ja, und freut mich, dieses Gewusel hier nachher gleich ins große Aquarium einzusetzen. Und da wollen wir mal schauen, wie sie sich hier machen. Ich habe dir jetzt schon ein bisschen Wasser angeglichen hier die letzten 20 Minuten. Da habe ich hier Wasser vom Aquarium hier mit eingegossen, um so ein bisschen anzugleichen. Temperaturmäßig nicht unbedingt, aber wasserwertenbedingt. Ja, und dann wollen wir jetzt mal loslegen und die nach und nach überführen ins große Aquarium. Na, hier sind das erste 5er-Pack hier mal rausnehmen. Na, auf geht's, Freunde. Ja, Tohuwabohu. Gleich dabei hier. Na, willst du nicht? Oder deine Kollegen sind hier. Da geht's raus. Jawohl. Nächsten. Ein paar Helmschnecken mitnehmen hier. Na, kommt. 1, 2. Ja, und fett. Die nächsten wird. Zack, einer findet immer sofort den Weg, die anderen brauchen etwas länger. Verschwinden sie da fort. Ja, sieht doch schon gut aus, oder? Schöner Trupp. Die restlichen. Da, da, da. Ja, komm. 1, 2. Hier auch. 3, 4. Einer ist hier noch. Na komm. Jawohl. Die letzten 5. Schauen wir mal die Truppe an hier. Jawohl, das sind sie. Zumindest ein Teil, der größte Teil davon denen. Ja, die machen sich doch sehr gut, finde ich. Hoffe, die leben sich jetzt gut ein. Platz haben sie ja ohne Ende. Kommen allerdings auch aus dem großen Becken, also sind das gewohnt, im großen Becken zu schwimmen. Und ja, so wie ich das jetzt sehe, sieht das eigentlich alles recht entspannt und gut aus. Ich hoffe, es bleibt so. Da hinten sind auch noch welche versteckt. Und etwas kleinere mit bei. Die alte Truppe. Aber der größte Teil sitzt hier wirklich. Schön mit den Rotkopfsalmen zusammen. Perfekt. Ja, das war's.
soweit. Ich hoffe, es ist euch nicht langweilig geworden. Sind nur Sterbeis, aber ich finde sie trotzdem schön. Und sie passen hier gut rein. Ja, ansonsten bis zum nächsten Video.